Wissenschaftlichen ausgesehen vom. Müssen wir jetzt Sambuca trinken, ja? Ist er schon drauf jetzt? Wir müssen ja, ja, wir sind schon die ganze Zeit drauf. Nee. Ja. Hallo. Outtakes. Hallo. Prost. Ich wollte doch noch üben, Hochdeutsch zu sprechen. Herzlich willkommen zu Funkstunde, das Interview Part 1 nach der Sommerpause mit Maximilian Stolze. Hallo. Guten Tag. Max, unser Konzept ist ja, Stuttgarter Künstler hier in unseren kleinen Lieblingsclub, die Romantika, zu bringen und die dann auch vor die Kamera. Erzähl ein bisschen von dir, was hat dich nach Stuttgart verschlagen und ja. Also ursprünglich komme ich aus Jena, in Thüringen. Bin da aufgewachsen, in einer Kleinstadt daneben und bin jetzt seit 6,5 Jahre beruflich bedingt hier in Stuttgart gewesen. Und jetzt habe ich mich dazu hinreisen lassen, meine größere Weltreise zu machen. Habe jetzt 6,5 Jahre lang einfach Geld gespart und jetzt habe ich einfach vor, 2-3 Jahre lang in Südamerika rumzureisen. Ja. Interessant. Prost. Prost. Gerade in Südamerika unterwegs. Trotzdem sitzt du jetzt gerade neben mir. Du bist 3 Monate in Europa, hast einen Haufen voll Gigs und bist wirklich sehr, sehr aktiv. Ist es nicht mega anstrengend, eigentlich gerade laid back in den Bergen von Südamerika rumzuchillen und dann jetzt hier full on Party jedes Wochenende? Naja, also ich habe ja abgesehen davon auch keinen normalen Job, sondern chill halt unter der Woche. Von daher kann man das schon kompensieren, dass die Wochenenden immer mal eskalieren. Macht mehr Spaß, man trifft Leute so auf Reisen. Das Einzige, was halt nervt, ist das Reisen selber, irgendwo in der Bahn oder im Auto hocken. Aber sonst, wenn man angekommen ist und die Leute trifft, die man lange nicht gesehen hat, oder mit denen Party macht, dann ist das schon eine coole Sache, ja. Wie bist du zur elektronischen Musik gekommen? Was ist so dein Antrieb hinter dem ganzen Auflegen? Es ist jetzt ja nicht das, was man gerade, oder zumindest, sag ich mal, in unserer Jugend im Radio gehört hat. Wie kam es dazu? Ja, also alles hat begonnen mit Sido und dem Arschfixer. Nein, keine Ahnung. Also früher, also ich habe früher Marco Berlin gehört, so zwischen 14 und 18 circa. Und irgendwann, also in... Perfekt. Wird das eigentlich dann, jetzt wird das eigentlich gepiept dann später? Niemals. Nee. Jetzt darfst du mir, YouTube schneidet nur gute Musik raus. Arschfick-Song darf man sagen. Ist auch gute Musik. Ne? Okay. Damals. Also ja, in der elektronischen Musik gibt es natürlich auch einige Facetten. Ich komme aus Thüringen, habe ich schon mal gesagt, da gibt es die sogenannte Muna, einer meiner Lieblingsclubs da. Und auch in den umliegenden Städten Jena und Leipzig, Stepterbär, und da ist alles, da gibt es zum Party machen halt keine R&B-Clubs oder sowas, wie es hier vielleicht teilweise in Stuttgart sowas gibt. Und Einflüsse waren dann halt Freude am Tanzen, Matthias Kaden, New York City Express, die da auch Residents sind. Von daher, dann vom Style her auch mein jetziger Style, so tech-hausig, treibend, nach vorne halt. Gut, nach vorne. Ach, ich weiß gar nicht, ja, wo ich zuerst ansetzen soll. Ja, du hast schon gesagt, du kommst aus Jena, was ja wirklich so ein Schmelztiegel auch in Deutschland ist. Gerade mit Robert Blume, Freude am Tanzen, du hast es gesagt, kommen ja irgendwie schon auch Big Player inzwischen aus diesem kleinen Städtchen. Ja. Was hast du davon alles mit nach Stuttgart geholt auch? Ich bin ja gerade hier nach Stuttgart gekommen, wo das bei mir so angefangen hat mit Auflegen. Und ich habe schon den Unterschied gemerkt zwischen Feiern gehen im Osten und Feiern gehen im Westen und so.
Hauptsächlich lag das aber auch gerade an Dekorationen und solchen Sachen. Hier in den Clubs war kaum noch Dekoration vorhanden und es ging oft auch nur um Gewinn machen und Geld. Und da oben geht es halt wirklich nur um Spaß machen und dann, so wie man jetzt zum Beispiel auf die Fusion geht, alles voller Holz und Deko und so Zeugs halt. Und da habe ich angefangen selber zu veranstalten. Ich glaube 2011 oder so, 2012 war meine erste Party hier in der Stereo damals und dann einmal im Universum und in Zollern. Da habe ich halt echt versucht, mit Holz und abgerissenen Stöcken und was gebastelt, vorher aufgeklebt und Graffiti und einfach so ein bisschen den Leuten was drumherum zu verkaufen, damit die einfach auch Spaß haben und damit es halt nicht nur um den DJ geht. Weil das hat mir irgendwie so ein bisschen noch in Stuttgart gefehlt. Und jetzt durch die Leute wie zum Beispiel Aromat dann dahin, die setzen das Konzept ja genauso um. Die haben auch schon gecheckt, dass es nicht nur rein um den Zaun geht, sondern auch das, um die Atmosphäre ringsherum. Was erwartet denn unsere Gäste eigentlich am 2.9., wenn du spielst? Mein Sound, ob der jetzt langsam ist, ruhig, ambient oder halt wirklich Peak-Time, Tech-Hausig, hat immer so einen gewissen Groove. Ist nie so minimalistisch. In den letzten Jahren habe ich es eigentlich so ausgebaut, dass es halt hauptsächlich so für treibende Basslines, so Peak-Time mit vielen Hi-Hats und so ausgelegt ist. Einfach zum Party machen, zum Spaß haben, dass die Leute ein Grinsen im Gesicht haben und einfach tanzen wollen. So, das ist mein Ziel. Grinsen im Gesicht. Prost. Du kommst ja auch viel rum, warst auch schon zum Beispiel in Thailand beim Auflegen, wie du vorhin gesagt hast, warst in Australien unterwegs, bist jetzt gerade viel in Südamerika. Kommst du wieder zurück nach Stuttgart oder nach Deutschland? Der Plan ist, mich treiben zu lassen und mich nicht von irgendwelchen Plänen wuschig machen zu lassen. Der grobe Hintergedanke war, dass ich erstmal ins Reisen gehe, 2-3 Jahre Südamerika erkunde. Also ich denke, wenn ich zurückkomme nach Deutschland und ich mich irgendwo festsetzen müsste, wird es Leipzig oder Berlin. Tendenz zu Leipzig aber. Das neue Berlin hat man jetzt ja schon öfters. Abscht. Geht ruhig alle weiter nach Berlin. Oh. Nach 10 Schnaps kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Kurz und knapp. Oh. Kurz, kurz, kurz. Oh. Echt jetzt? Ja, komm. Jetzt. 1 Schnaps geht. Schallplatte oder digital? Schallplatte. Stuttgart oder Jena? Leipzig. Cocktails oder Schnaps? Schnaps! Verdammt! Schnaps! Bester Club der Welt? Berghain. Berghain. Lieblingsproduzent oder Label? Berghain. Gibt's auch. Wie jetzt? Na, als Club? Ne, als Label. Nee, doch, na klar. Als Oskuton. Na, machen, ja, genau. Ja. Matthias Kaden. Matthias Kaden. Danke, so. Danke für den Schnaps. Prost. Machen wir nochmal einmal hier so Hula-Hoop-mäßig. Hula-Hoop-mäßig? Tatsächlich haben wir zum zweiten Mal Freundschaft getrunken. Kannst du dich erinnern? Wir hatten das schon mal, Silvester, vor vielen Jahren. Echt? So? Ja. Mit um die Ecke? Mhm. Ich erinnere mich. Natürlich nicht. So, peace, Dankeschön. Leute. Danke fürs Zuhören. Und ich wünsche euch viel Spaß und kommt alle vorbei am 2.9. Wir gehen ausnüchtern. Baby, ich hab nichts.